Dieter Hecking, Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat gegenüber der Sportbild ein Plädoyer für Niko Kovac vom FC Bayern München gehalten. Der Fohlen-Trainer wünscht sich mehr Geduld in der Beurteilung der Arbeit von Bundesliga-Trainern. Mir missfällt, wie schnell unsere Arbeit schlecht geredet wird. Die Ungeduld, die sich inzwischen schon nach 2, 3 schwächeren Spielen breit macht, ist völlig überzogen, sagte Hecking und spielte damit unter anderem auf seinen Münchner Kollegen an. Kovac steht nach 4 Spielen ohne Sieg in der Kritik. Der FC Bayern galt unter Niko Kovac vor 3 Wochen noch als unschlagbar. 2 Spieltage später wird von einer Kovac-Krise gesprochen. Da stimmt im Moment etwas ganz grundsätzlich nicht. VfB Stuttgart, Hecking versteht Korkut-Entlassung nicht. Nicht nur Kovac sei ein Opfer der schnellen Stimmungswandel in der Bundesliga. Hecking thematisierte auch die kürzlich vollzogene Trennung des VfB Stuttgart von Taifan Korkut. Würde dessen Bilanz von 21 aus 36 möglichen Punkten nicht für den VfB ausreichen, hätten alle Trainer ein Problem. Das Fazit Heckings war deutlich: Wenn wir wirklich nur noch nach den nackten Ergebnissen der letzten 4, 5 Wochen beurteilt werden, dann brauchen wir künftig nur von einer bis zur nächsten Länderspielpause zu denken. Diese Entwicklung halte ich für gefährlich. Werbung, Werbung.